Ach stimmt, Daumen. Boah. Wo bin ich? Ach da. Lass mal sehen. Da muss ich eine irre Kraft haben, die ich noch nicht besitze. Mann. Okay, hier muss ich noch nicht lang. Dann glaube ich, da oben, wo die Truhe eben war, muss ich wohl hin. Hinten. Gut, möchte mal unsichtbar an. Nein! Wario, du Idiot. Warum gehörst du mir... gehörst du mir nicht, ja. Warum gehörst du mir nicht? Warum gehorchst du mir nicht? Da springen. Verdammt. Ja, es ist so ein bisschen schwer, so einen Unsichtbaren zu kontrollieren. Ups. Ja. Wario, du hast es echt drauf. Komm, wirst du von einem Gegner getroffen, springst du 30 Meter rückwärts, damit du bloß nicht noch einen Schlag abbekommst. Das sind die Taktiken eines Meisters. So, stirb. So, stimmt, hier hinten war der Schlüssel, ne? Jawohl. Okay, als Unsichtbarer kann ich die Truhe nicht öffnen. Aber da denkt sie wahrscheinlich die Truhe. Hö, wer bist du? Geh weg. Und Truhen, die denken, hö, wer bist du? Geh weg. Die lassen einen nicht ran. Nee, nee, nee. Das sind diese ganz, ganz böse Truhen. Die wollen dann einen nicht. Aber wenn die dich sehen, dann denken sie, oh, komm her, öffne mich. Und beklau mich. So, was finden wir diesmal? Ich tippe mal die andere Hälfte dieser Tafel. Ja, es war so klar. So, und jetzt können wir, glaube ich, mit der Tafel, wenn wir die zusammensetzen, ja, irgendwo reinsetzen, ja, zack. Und irgendwas öffnet sich. Boah, die Tür hat sich geöffnet. Und wir kommen in ein anderes Gebiet. Und zwar auf der Westseite des, der Insel. An dem Moment. Auf der Nordseite sind... Und danach rechts... doch, stimmt. Es ist die Westseite. Und ich komme da irgendwo dran vorbei. So, jetzt bin ich an der Desert Ruins. Die Wüstenruinen. Was ist hier? Da ist was. Trotz wäre das dann nicht da. Oh, cool. Ja, eine Münze. Ah, man kann doch zwischendurch von den Treppen, aber toll, da kann ich nicht lang. Okay, da komme ich nicht hoch. Gut, dann gehen wir mal hier lang weiter. Und hier rein, nehme ich mal an. Jawohl, da ist der Schlüssel. Hoppala. So, ich glaube, ja, genau so muss ich es machen. So, ich glaube so und dann, jawohl, es klappt. Juhu, wir haben den grauen Schlüssel. Und, jetzt fehlt noch die Truhe. Weg. Da ist sie schon mal nicht. Moment mal, hier kann ich rüber. Ja, hier kann ich rüber. Nicht runter, rüber. So, und... Boom. Aha. Das ist nur bei Nacht geöffnet. Wow. Ist da oben denn irgendwas? Hoppala. Ja, das ist auch so ein Ding, was in das sich Wario verwandt... Hä? Ich hab doch was kaputt gemacht. Also wie gesagt, das ist auch so ein Ding, was sich Wario verwandeln kann. Was war da? Minigame clear. Aha. Stimmt, jetzt muss ich drüber nachdenken. Es gab hier irgendwelche Minispiele oft. Ich bin in der Mitte durchgeschnitten.
Noch so eine geile Verwandlung. Naja, wenn man es mal so Verwandlungen nennen will. Also ich kann wohl hier wirklich nicht sterben. Mann. So, weg mit dir. Aber mit dem Angriffsknopf springe ich von der... Wow, 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 wow. Go away. So, was ist hier? Ah, die rote Truhe. Gut, da komme ich noch nicht, glaube ich, noch nicht dran. Ach, ja, okay. Abkürzung nach unten. Danke, ging so schneller ein bisschen. So. Hier wollte ich jetzt hin, ne? Hier müsste jetzt die graue Truhe sein. Ah, genau, noch so eine Form. Dicker Wario. Wenn er einen Donut isst, wird er fett. Und muss mal ein bisschen Sport treiben, damit er dünn wird. Also muss er nicht, aber ich treibe gerne ein bisschen Sport mit ihm, wenn er dick ist, damit er wieder dünn wird. Was? Warum jetzt die rote? Egal, jetzt komme ich an die rote Truhe noch vor der grauen? Hm? Warum das? Ich verstehe das jetzt nicht. Aber wahrscheinlich kommt man ja so schon von Anfang an beide Truhen. Naja, wenn es so ist. Danke, gerne. So, weg mit dir. Gut, dann gehen wir mal hier lang. So, komm du her, komm du her, komm her, komm her. Und stirb. So. Ja, dann nehme ich gerne die rote Truhe zuerst, wenn der es mir so gibt. Ich glaube, da muss ich tagsüber nochmal hier hin, dann komme ich an die graue Truhe auch dran. Also da weiter rechts irgendwo. Und was ist drin? Ein Stück einer Karte. Oder eines Zettels. Oder irgendetwas. Ja. Und da das jetzt nichts bewirkt hat, muss ich da... Wow. 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 Böse Hände, böse Hände. So, weg mit dir. Naja, so war das eigentlich nicht geplant, aber... Whatever. Mann. So, und nochmal den Schlüssel. Und wenn wir ein Level beendet, ist der Schlüssel natürlich sofort wieder weg. Muss man halt nochmal neu holen. So, und hier rein. Genau, jetzt ist offen. Da ist ja diese eine Sonne dran und das heißt, das ist halt nur tagsüber offen. So, geh du mir aus dem Weg. Ich glaube, ihr macht mich zu Sprungfeder Wario. Und da habe ich gerade nicht richtig Bock drauf, weil ich dann den ganzen Weg wieder hochspringen würde. Ich zeig das ein anderes Mal mit Sprungfeder Wario. Und zwar, wenn es nicht so schlimm ist, dass ich das abbekomme. Und weg. Und an dir auch noch vorbei. So. Und da hinten ist die graue Truhe. Jawohl! Tick, tick. Lip, tip, 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 tip. Bing! Da, 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 da. Und hier hätten wir damit auch wieder eine. Die finden. Hey! Mein Gott, es passt zusammen. Und was bewirkt das jetzt nun? Ich kann Tornados wegwehen. Vroom. Und auf zum nächsten Level. Am Anfang ist es noch recht linear, wo man alles hin kann und wo nicht. Aber das ändert sich so mit der Zeit, weil man da zum Beispiel jetzt noch... Moment. Weil man da, Dingens... So einige Sachen bekommt, die man... an mehreren Orten einsetzen kann.
Kann man springen? Ja, kann man. Gut. Und dadurch kann man dann plötzlich in mehrere Levels gehen. Wow. Da springt ein Dildo aus der Wand. Ja, da kann man halt plötzlich in mehrere Orte und deswegen ist das dann nicht mehr so linear. Also das ist halt nur so am Anfang so. Gut. Gehen wir mal hier weiter. Das war irgendwie dumm. Ja, das war dumm. Einfach nur dumm. Very dumm. Ah, Moment, nein.